Ich bin nervös, weil ich Caleb sehe. Es ist fast 2 Monate her, dass ich ihm gegenüberstand. Von Angesicht zu Angesicht. Ich weiß nicht, wie sich das anfühlen wird. Werde ich Schmetterlinge im Bauch haben? Werde ich Angst haben, nervös sein? Mache ich mir in die Hose? Oder pinkle ich mich an? Ich weiß es nicht. Meine Güte, ich wäre 1000 Meilen für dich gefahren und du bist 1000 Meilen zu mir gekommen. Die sind für dich. Allerdings duftest du viel besser. Ich liebe dich so sehr. Ich habe dich vermisst. Ich dich auch. Unfassbar, dass du hier bist. Ich möchte dich drücken und küssen. Jetzt sehe ich dich zum ersten Mal wieder und denke mir einfach nur, wow, ich habe alles an dir vermisst. Dein Lachen, deine Witze, dein Lächeln. Dich, du bist der Hammer. Du hast stark abgenommen, siehst gut aus. Bevor wir ins Zimmer gehen, wiege ich mich und du schaust dabei zu. Okay. Dass ich mich vor Tammy wiege, ist der erste Schritt auf unserem gemeinsamen Weg. Ich habe Tammy 2 Monate lang nicht gesehen und will ihr zeigen, was für Fortschritte ich gemacht habe. Los! Ich bin nervös, wie gelähmt. Sei kein Angsthase und mach es. Als ich mich vor 6 Wochen vor Dr. Smith gewogen habe, waren es 244 Kilo. Er wollte, dass ich auf 227 Kilo komme und ich hoffe, das habe ich geschafft. Aber wenn ich zugenommen habe, was ist dann? Ehrlich gesagt habe ich mehr Angst, Tammy zu enttäuschen als mich. Super. Wie viel sind's? Ich bin hin und her gerissen. Einerseits habe ich zwar fast 7 Kilo abgenommen, andererseits sollte ich eigentlich unter 227 liegen. Das ist sehr enttäuschend. Halbe Strecke. Streng dich mehr an, du schaffst es. Du ganz allein. Du musst es für dich machen. Ich bin stolz auf ihn, weil er tatsächlich abgenommen hat. Aber natürlich ist das alles ein bisschen besorgniserregend. Vor 6 Wochen hat Dr. Smith Caleb ein Ziel gesetzt. Er sollte 17 Kilo abnehmen, aber er hat nicht einmal die Hälfte davon geschafft. Ich versuche, ruhig zu bleiben und ihn zu stärken und zu ermutigen, dass er weiterkämpft und sich nicht von dieser Zahl heute verunsichern lässt. Ich habe was für dich, das du nachts drücken kannst. Eine Gummipuppe? Ew. Wie bitte? No. Nein, ein Kissen. Oh. I love it. Später sprühe ich noch mein Parfüm drauf. Yes. Das wird immer nass sein. Du bist eklig. So what's going on? Also, was ist los? Wo ist dein Antrieb? Wo ist dein Engagement? Was ist damit passiert? Vor 2 Monaten, als ich weg bin, warst du noch motiviert. Ich bin's immer noch. Es ist nur... Was ist das?
Als ich die Süßigkeiten entdeckt habe, die auf der Ablage standen, ist mir ganz anders geworden. Ich habe mir Sorgen gemacht, dass er sich nicht an die Regeln hält. Die vielen Kalorien, der Zucker. Er sagt, dass er nach Hause will. Aber wer so viel Süßes isst, will nicht wirklich nach Hause. Candy. Bonbons. Snack. Kuchen. Kekse. Ich kann's nicht so hindrehen, dass es gut aussieht. Vergiss nicht, dass ich dick und wie ein Bluthund bin. Ich wittere Süßes. Außerdem bin ich eine Frau. Wir merken alles. Was meinst du, wie es mir geht, wenn ich das sehe? Ich weiß, dass du nicht glücklich drüber bist. Aber ich hab's offen stehen lassen. Du kannst nicht sagen, ich hätte was verheimlicht. Die letzten Wochen waren schlimm. Als du hier warst, konnte ich mit dir reden. Ich schwöre dir, das pendelt sich wieder ein. Alles wird... Aber ich bin nur einen Anruf entfernt. Klar, aber du hast schon so viel Zeug am Hals. Ich will nicht der Grund für noch mehr Stress sein. Ich will derjenige sein, der alles leichter für dich macht. Aber das gelingt mir nicht. Und ich fühle mich scheiße deswegen. Und deshalb ist es einfacher, ein Packen Junkfood zu essen, als dich anzurufen. Ich glaube, Caleb kommt nicht damit zurecht, dass ich gegangen bin. Ich würde ihm gern helfen, ihn unterstützen, motivieren, seine Probleme lösen. Das Überessen, das Stressessen oder was auch immer. Ich kann zwar mit ihm per Handy reden, aber das ist nicht dasselbe, wie persönlich vor Ort zu sein. Das bricht mir das Herz. Ich weiß nicht, wie ich dir helfen kann. Die Vorstellung, dass dich das Zeug tötet, bringt mich um. Denk nicht nur an dich, es geht um uns. Du musst an dir arbeiten, damit du heimkommen kannst und wir vereint sind.